Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, im Jahre 1815 ist der heilige Serafim von Sarow, das war ein heiliger Mönch in Russland, nach 10 Jahren, in denen er in einer Einsiedlerei in den Wäldern Russlands gewesen war und gebetet hat, wieder herausgekommen an die Öffentlichkeit. Und er hat nur einen einzigen Satz gesagt. Und dieser Satz war: Christus ist wahrhaft auferstanden. Das hatte eine solche Kraft in sich, dieser bloße Satz, dass eine ganz neue Bekehrungswelle durch Russland gegangen ist. Weil die Leute haben gespürt, da redet nicht einer einfach von einer bloßen Theorie, von einem schönen Ereignis oder von einem biblischen Text. Nein, da spricht einer aus Erfahrung. Er hat in diesen 10 Jahren in der Einsiedlerei eine Erfahrung gemacht mit dem Auferstandenen. Und ich glaube, das ist genau das, was Jesus im Letzten auch bei uns will. Er möchte mit seiner Auferstehung in unser Leben hineinkommen. Dass die Auferstehung nicht ein fernes Ereignis ist für uns, eine biblische Geschichte, das größte Fest der Christenheit. Nein, dass die Auferstehung in mein Leben kommt. Dass der Auferstandene mich beschenken kann, ganz persönlich, ganz konkret, mit seinem Frieden und mit seiner Ruhe. Und deshalb kann ich noch einmal mit dem heiligen Serafim von Sarow sagen: Christus ist wahrhaft auferstanden. Euch allen frohe Ostern!